BMW baut A2-Motorräder? Wirklich? Ja. Wir haben insgesamt 10 Modelle von BMW, die A2-konform sind. Und ich dachte mir, heute gibt es einen kompletten Überblick über alle A2-Motorräder. Das und mehr nach dem Intro. Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist MotoCheck, eure Motorradvergleichsplattform im Internet. Und heute haben wir wirklich alles von A2-Motorrädern von BMW bekommen. Es gibt mal zwei Gründe dafür, warum ich das gemacht habe. Erstens, wir haben Corona. Viele, viele Motorradhersteller können nicht liefern und haben Lieferschwierigkeiten. BMW ist eine der wenigen Marken, die alle Modelle noch verfügbar hat, wo ihr sozusagen kaufen könnt und gleichzeitig, wo die Lieferzeiten, wenn was nicht da ist, noch nicht exorbitant sind. Das heißt, ihr sucht ein A2-Motorrad, dann checkt heute unbedingt dieses Video aus. Vielleicht ist eins dieser Motorräder, die ich euch heute vorstelle, euer nächstes Moped. Ich habe mir überlegt, wie machen wir die Reihung? Und ganz klar, motochecker.at reiht ja alle Motorräder nach Zugriffen. Und dort kann man einfach in der Suche BMW eingeben und sieht, was sind die beliebtesten BMW-Motorräder. Und die beliebteste steht hinter mir. Aktuell ist die beliebteste auf Motochecker die F900R in der 70 kW-Version. Und so steht sie auch hinter uns. Was heißt 70 kW-Version? Grundsätzlich mal kann man BMW-Motorräder in einer A2-Konfiguration kaufen. Das Motorrad hat serienmäßig ohne der 70 kW-Version 105 PS. Aber es gibt ein zweites Motorrad, das dann die 70 kW-Version ist. Das kann maximal nur 95 PS erreichen und damit können wir dieses Motorrad dann direkt für den A2-Führerschein anmelden. Und das können wir dann drosseln auf 35 kW, damit können wir es dann gedrosselt fahren. Und wenn man dann nach 2 Jahren den Führerschein hat, dann entdrosseln und dann habe ich 95 PS und kann mit dem Motorrad fahren. Und ja, Leute, ich weiß, es schreiben wieder manche in die Kommentare, da gab es eine Änderung in Deutschland. Das ist hier schon berücksichtigt. Das Motorrad hat nicht 105 PS. Das hat immer nur 95 PS. Und deswegen erwähne ich es nochmal hier an dieser Stelle. Also das ist wirklich ein A2-Motorrad. Und das mit echt Leistung. Wir haben hier einen Zweizylinder verbaut, der richtig anschiebt. Wir haben das Motorrad auch als Dauertester dieses Jahr. Und wir bauen das Motorrad gerade komplett um. Bald gibt es die Videoserie dazu. Freut euch drauf. Testvideo zur F900R gibt es sowieso wie immer schon am Kanal. Klickt aufs i, dann kommt ihr dorthin. Jetzt stellt sich natürlich noch die Preisfrage. Wie viel Geld schenkt mir BMW, wenn ich einen neuen Führerschein habe? Und das sind sage und schreibe 1020 Euro, wenn ich ein neues Motorrad kaufe. Wenn ich den Vorführer kaufe, sind es 840 Euro, die ich mir spare, wenn ich einen Führerschein gerade frisch gemacht habe. Und das ist dann summa summarum bei der BMW F900R, die 9.990 Euro ohne Ausstattung kostet, einfach mal ein Motorrad um unter 9.000 Euro von BMW, das echt Leistung hat und im Vergleich zur G310 halt ein wirkliches, echtes Motorrad ist. Die G310 ist so das Einstiegselement, ab der Kubatur fängt das Motorradfahren richtig an. Das ist echt seriöses Material, mit dem du alles anstellen kannst, mit dem du viel Spaß haben kannst und vor allem, was ich auch geil finde, auf BMW-Motorräder spezialisieren sich irrsinnig viele Zubehörfirmen. Das heißt, ihr könnt hier alles dran bauen, alles umbauen, habt aber gleichzeitig eine gute Basis. Und noch was von der F900R, was auch geil ist, ist für mich definitiv, dass man das Motorrad aufkonfigurieren kann auf ein absolutes Nonplusultra-Mittelklasse-Bike. Da konfigurierst halt auch fast eine ganze 310er rein, wenn du möchtest. Aber es geht und das finde ich eine coole Option. Grundsätzlich sei aber auch dazu gesagt, es gibt natürlich auch was Negatives an dem Motorrad und da möchte ich die Kupplung herausheben. Ich habe jetzt verschiedene ausprobiert, wir waren jetzt beim Mogi-Metzl, wir haben unseren Dauertester und die Kupplung ist für Fahrer, die normale Kupplungen gewohnt sind, nicht wirklich einfach zu bedienen. Man kann hier am Hebel zwar alles einstellen, aber du hast immer Schwierigkeiten mit dem Druckpunkt und du merkst, dass dieser Kupplungspunkt einfach schwimmen beginnt. Das kann für Fahranfänger echt schwierig sein und ist auch für jemanden, der normale Motorräder fährt und dann umsteigt auf die F900, manchmal ein bisschen tricky, aber das ist so das Einzige, wo ich sage, okay, BMW, da könnt ihr vielleicht noch ein bisschen nachbessern. Wobei, ich darf ja nicht nur ein Positives sagen, sondern ich muss euch ja auch sagen, was nicht passt. Es gibt eine Stelle, die nicht ganz so fein verarbeitet worden ist und das ist hier vorne diese Schraube. Das ist das einzige Element, wo ich sage, ey, das hätten sie noch ein bisschen schöner lösen können. Aber auf der anderen Seite, habt ihr euch mal das Display angeschaut? Zeigt es mir ein Motorrad von den Mitbewerbern, das diese Technologie als Display verbaut hat und gleichzeitig noch den Preis kostet. Finde ich ziemlich cool und definitiv ein sehr verdienter erster Platz. Und wir hupfen gleich zum Platz Nummer 2. Platz Nummer 2 auf Motochecker ist dann die BMW G310
R. Wir haben hier ein Motorrad, was Neupreis 5.450 Euro kostet. Das ist einmal nichts für eine echte BMW. Und dafür bekommen wir aber was. Wir bekommen einen Einzylinder mit 34 PS. Das ist nicht ganz das A2-Potenzial ausgeschöpft, aber es ist trotzdem noch immer spritzig genug. Und gerade für Fahranfänger, die sagen, okay, ich brauche jetzt nicht die ultimative Leistung und ich möchte einfach ein solides Fahrwerk, ein solides Motorrad mit einer guten Verarbeitung, dann kann man die BMW G13 ohne Probleme kaufen und wird 2 Jahre kein Problem damit haben. Jetzt möchte ich auch natürlich wieder die Preise für euch sagen oder die Aktionen. Ihr spart einmal, wenn ihr gerade den Führerschein neu gemacht habt und das Motorrad nagelneu kauft, 600 Euro, dann sind wir weit unter 5.000 Euro. Wenn ihr das Vorführmotorrad kauft, dann spart ihr euch 480 Euro. Das heißt, wir sind wieder knapp unter 5.000 Euro für ein echtes BMW Motorrad. Mein Testvideo findet ihr wie immer im i. Ich muss sagen, die BMW G13 ist im neuen Update nochmal hübscher geworden. Vor allem, was mir richtig gut gefallen hat, ist das neue Ride-by-Wire. Warum? Dadurch gerade das Anfahren für Fahranfänger nochmal leichter und unkomplizierter funktioniert. So, ein Thema, wie ihr das Motorrad noch günstiger bekommen könnt, ist ein Motorrad zu leasen. Das kennen wir, das ist etwas, was man machen kann, nicht machen muss. Kostenpunkt, um die BMW G13 zu leasen, 49 Euro im Monat. Und das zu sehr attraktiven Konditionen. Ich könnte euch das jetzt im Detail erklären, wird den Rahmen aber sprengen. Deswegen packe ich euch die Leasing-Geschichte unten in die Videobeschreibung. Lest es euch durch und schaut, ob das eine Option für euch ist. Aber bedenkt immer, das ist ein monatlicher Betrag, den ihr jedes Monat abzahlen müsst. Egal, was mit dem Motorrad zu sagen ist. Aber dafür ist es gut versichert und ihr habt eine echte BMW für 49 Euro im Monat. Das kann man sich dann schon mal überlegen. BMW ist ja für Reisemotorräder bekannt und deshalb hat es mich nicht gewundert, dass bereits auf dem dritten Platz die BMW GS850 steht. Hier bei uns in der Rallye-Version, es gibt 2 weitere Versionen, die Adventure und die normale, und alle 3 Versionen haben die gleiche Führerscheinaktion. Das heißt, 1.020 Euro bekommt ihr, wenn ihr einen neuen Führerschein gemacht habt, das Motorrad günstiger, und auf die Vorführer gibt es dann 840 Euro Reduktion vom Kaufpreis. Neupreis sprechen wir von den normalen Standardversionen von 13.560 Euro. Das ist immer ohne Zubehör, ohne alles. Bei der 850 GS Adventure sprechen wir bereits schon von 14.760 Euro. Also das ist schon ein bisschen hochpreisiger. Dafür bekommst du aber auch echt viel Motorrad. Mit dem kannst du auf Reisen gehen. Mit dem kannst du deine 700 Kilometer am Tag runterjodeln und hast noch immer einen Spaß dabei. Mit dem fahre ich auf die Adria, trinke mein Cappuccino und fahre wieder nach Hause, und die Freundin ist nicht mal böse, weil ich am Abend wieder zu Hause im Bett liege und nicht an der Adria schön am Meer. Wobei, wenn ihr wollt, könnt ihr die Freundin auch mitnehmen und mit ihr gemeinsam fahren. Das ist ein Motorrad, mit dem man auch Soziusbetrieb ohne weiteres möglich machen kann. Noch viel mehr als bei normalen Naked-Motorrädern oder bei Straßenmotorrädern ist es wichtig, bei Reisemotorrädern Zubehör zu haben. Und glaubt es mir nicht, wie viel verschiedenes Zubehör für dieses Motorrad gibt. Ich glaube, ich habe sicher 10 verschiedene Kofferset-Möglichkeiten nur von BMW gefühlt. Dann habe ich noch alle Hand an Zubehörhersteller, die alles für dieses Motorrad bauen, und damit kannst du noch Offroad gehen. Ich war übrigens letztens mit der BMW 1250 GS bei der GS Trophy dabei und da sind wir durch den Sand gepflügt, Offroad. Ich verlinke euch das Video mal, schaut euch das an. Komplett irre, was mit den Motorrädern geht, obwohl sie nicht die leichtesten sind, obwohl sie eine hohe Sitzhöhe haben. Sie haben dafür viel Federweg, sie haben die Offroad-Möglichkeit und fahren einfach auf der Straße wie Züge. Du fährst durch die Kurve, du bestimmst die Linie und sie hält ihre Linie. Negatives gibt es natürlich auch, und das ist hier definitiv auch ein Punkt, das ist der Kostenfaktor. Hier sprechen wir doch von weit über 10.000 Euro, und kann sich das ein Fahranfänger, ein Führerschein-Neuling mit dem A2-Führerschein leisten? Wenn er einen guten Job hat, vielleicht schon. Jemand, der gerade den A2-Führerschein macht, sich ein Auto kaufen muss, ein Motorrad kaufen muss, eine Wohnung kaufen muss, wird dann schon ein bisschen durch die Hände schauen. Dann kann er sie sich vielleicht noch leasen, wenn er das möchte. Aber grundsätzlich mal ist das halt doch ein sehr hochpreisiges Motorrad und deshalb vielleicht nicht für jedermann die richtige Wahl, aber für jeden Reiseenthusiasten unbedingt eine Probefahrt wert. Der nächste Platz geht dann schon in die günstige Kategorie der GS-Motorräder. Nämlich, es gibt auch eine Einzylinder-GS, die GS G310. Die Version hat einen Einzylinder mit 34 PS, das ist auch wieder unter den 35 kW, die möglich wären mit dem A2-Führerschein. Es ist ein Motorrad, was man fahren kann, wenn man zum Beispiel kleinere Touren fahren möchte, kleinere Aktivitäten plant, aber man sollte sich hier keine echte GS erwarten. Es ist durchaus vom Fahrverhalten nicht ganz wie eine GS.
Das muss man schon wissen und man muss hier halt einfach an einigen Stellen Abstriche machen. Wir haben ein hohes Gewicht von über 160 Kilo. Das hat sie. Sie hat nicht die krasseste Leistung. Und wenn man dann wieder denkt, dass Hersteller 125er Adventure-Motorräder verkaufen mit noch weniger Leistung, dann freut man sich direkt über die G310. Aber es ist halt einfach kein Leistungswunder. Und ich hoffe, dass BMW bald mal hier an dem Motor nochmal Hand anlegt. Denn ein Update hat die G310 letztes Jahr auch bekommen. Optisch. Und gleichzeitig auch wieder einige Features, neuer Scheinwerfer, neues Ride-by-Wire, die gleichen Verbesserungen wie bei der 310er und auch ein wenig am Motor. Wir haben hier einen Euro 5 konformen Motor jetzt bekommen. Kostenpunkt für das Motorrad ist 6.250 Euro ohne Aktionen. Wenn man jetzt wieder einen Führerschein gemacht hat, ich sage jetzt jedes Mal dazu, dann sind es einmal 600 Euro fürs neue Motorrad und einmal 480 Euro für einen Vorführer, den ihr euch sparen könnt. Also, hier kommen wir vom Preis definitiv schon viel weiter runter als bei einer echten GS, bei einer GS, mit der du 700 Kilometer am Tag runterdrücken kannst. Die Kleine kann schon auch einiges. Es gibt auch eine Instagrammerin, die die ganze Zeit mit dem Motorrad unterwegs ist. Die ist in Norwegen herum, die fährt überall mit dem Motorrad herum, hat sich Spike-Reifen schon draufgeschraubt. Also alles Mögliche mit dem Moped schon gemacht. Deswegen, man kann da auch mit was anstellen. Da sollte man vielleicht ein bisschen open-minded sein und nicht gleich von vornherein weg sagen, na, das hat mir zu wenig Leistung. Mein Problem am meisten an ihr ist eigentlich die Bremse, weil ich die zu schwach finde, wenn da Beladung noch draufkommt und Co. Also die GS 310 bin ich persönlich kein Feind, aber auch nicht der größte Freund. Bei vielen Anwendungszwecken würde ich doch das mehr Geld vielleicht investieren und mir eine 57 GS oder eine 850 GS kaufen. Den nächsten Platz belegt dann schon die BMW F900XR. Das ist das gleiche Motorrad im Endeffekt wie die R-Version, nur das ist die Sport-Tourer-Version, hätte ich gesagt. Es gibt auch eine große XR. Hier haben wir aber die kleine mit sage und schreibe 105 PS im Normalfall, in der A2-Konfiguration wieder mit 95 PS, also mit 70 kW, drosselbar auf 35 kW. Auch hier gilt das gleiche wie bei der F900R. Die kannst du in der 70 kW Version niemals auf 105 PS bekommen, weil das eben zulassungsbedingt nicht funktioniert. Aber du kannst sie mit dem A2 Führerschein fahren in der 70 kW Version und diese kannst du dann noch drosseln auf 35 kW. Was haben wir hier? Wir haben einen Sporttourer, den man ausstatten kann wie ein echt großes Motorrad. Man kann hier die ein oder andere G310 vielleicht noch reinkonfigurieren im Zubehör. Dafür ist es kostentechnisch in der Basis relativ günstig. 12.750 Euro kostet sie und du bekommst von BMW 1.020 Euro Förderung für ein neues Motorrad, wenn du den Führerschein gerade gemacht hast und 840 Euro, wenn du den Führerschein gemacht hast und dir einen Vorführer aktuell kaufst. Also da gibt es einiges und du bekommst ein Motorrad, mit dem du sportlich über den Silveretta fahren kannst, Stilfserjoch, mit dem du Jaufenpass fahren kannst, mit dem du nach Hamburg fahren kannst, wenn du willst, ohne alles, aber gleichzeitig, wenn es dann kurvig wird, richtig sportlich fahren kannst und richtig andrücken kannst. Es gibt zum Beispiel auch hierfür ein elektronisches Fahrwerk. Premium-Ausstattung für eigentlich geringes Geld in der Basis. Wenn man es dann konfiguriert, so wie man es vielleicht haben möchte, kostet dann doch den ein oder anderen Tausender mehr. Wir sparen uns halt jetzt in der neuen Konfiguration über 1000 Euro, wenn wir ein neues kaufen. Also das ist dann schon wieder ein ordentlicher Ersparnis, wo man vielleicht auch überlegen kann, okay, ich fahre die jetzt 2 Jahre lang, dann ist die noch so und so viel circa wert. Jetzt spare ich mir 1000 Euro beim Kaufen. Also man wird hier nicht so den krassen Wertverlust, wenn man Glück hat, haben und kann dann das Motorrad noch am guten Preis wieder verkaufen. Und aufgepasst, Freunde, hier haben wir 2 17-Zoll Räder. Das ist die perfekte Supermoto-Konfiguration. Wenn wir uns dann noch einen Sitz holen, der hier rauf geht, dann haben wir eine echte 2-Zylinder-Supermoto, mit der wir richtig andrücken können. Also, geil, oder? BMW bietet aber über der Einstiegsklasse und unter der Mittelklasse nochmal eine Kategorie, die Zwischenklasse nennen wir es jetzt einfach mal. Das ist die BMW GS 57. Sie hat auch einen 2-Zylinder wie die Roadster und die XR, aber sie hat nur 77 PS und ist somit komplett A2-konform und kann eben auf 35 kW gedrosselt werden. Wenn ihr den Führer schon erledigt habt und einen großen habt, könnt ihr sie auf 77 PS aufmachen und habt alles, was möglich ist. Grundsätzlich mal gibt es hier auch sehr viel Zubehör, vom elektronischen ZF-Fahrwerk bis hin zu dem Premium-Display-Element gibt es einiges. Aber wir haben hier Gussfelgen, keine Speichenfelgen und wir haben hier auch eine niedrige Sitzhöhe, das gerade für kleinere Leute vielleicht die richtige Wahl ist, einfach weil du leichter runterkommst
als auf den großen 850ern. Und das ist halt schon ein echtes GS-Motorrad. Mit dem kann ich auf große Reise wieder gehen. Mit dem kann ich wieder viel mehr machen als mit der 310er-Kategorie. Und preislich hält sich es einigermaßen auch im Rahmen, wenn man die Serie, wie es ausgeliefert wird, ohne Zubehör, vom Preis hernimmt. Wir kommen mit der Führerscheinaktion wieder unter 10.000 Euro. 10.250 Euro kostet sie so, wie sie dasteht. Also wenn man das vergleicht, das kostet so viel wie eine aktuelle Supermoto, ist aber natürlich definitiv reisetauglicher. 1.020 Euro sparen wir uns, wenn wir eine neue kaufen, und hier sparen wir uns wieder 840 Euro, wenn wir ein Vorführermodell kaufen. Also, das ist die 750 GS. Auf jeden Fall für Leute, die ein bisschen einen kleineren Geldbeutel haben, aber trotzdem echt große Reisen haben wollen, die richtige Option. Faktisch ist aber auch so, dass wir hier wieder die gleichen Probleme haben wie bei der Roadster Family. Gewisse Elemente sind nicht ganz so sauber, gewisse Abdeckungen sind nicht ganz so sauber und nicht ganz so schön vielleicht. Aber ansonsten ist es halt einfach ein Adventure-Motorrad mit einer relativ niedrigen Sitzhöhe für kleinere Leute und gleichzeitig auch nicht für Leute, die unfassbar viel Leistung brauchen, aber trotzdem die ein oder andere Schotterpiste damit jagen wollen. Ein Punkt zum besser Einordnen von dem Motorrad hätte ich jetzt fast bei vergessen. Die 850 GS hat ein 21er Vorderrad, die 750 hat ein 19 Zoll Vorderrad und ein 17 Zoll Hinterrad. Das ist die bessere Straßenkonfiguration, das heißt, mit der komme ich auf der Straße besser klar als mit einem noch größeren Vorderrad. Okay, in dem Video haben wir schon sehr viel über Reisemotorräder, Roadstars gesprochen, doch BMW hat auch zwei Roller. Und der beliebtere Roller davon ist der GT. Das ist ein Premium-Roller, also ein wirklicher Premium-Roller. Nicht nur, dass er preislich um die 8.000 Euro kostet, genauer gesagt 8.750, ist er der komfortablere Roller, der Roller für die Stadt, der Roller für das urbane Gebiet. Er ist der, der einen sicher durch den Alltag bringt, mit dem gleichen Motor wie aus der G310-Reihe, beziehungsweise mit einem ähnlichen Motor, auch ein Einzylinder, auch 34 PS. Grundsätzlich mal spare ich mir beim GT auch 600 Euro, wenn ich den neu kaufe, wenn ich den Vorführer kaufe, 480 Euro, Sternchen, wenn du gerade den Führerschein gemacht hast. Fraglich, welcher Fahranfänger sich einen Roller zum Führerscheinanfang kaufen möchte. Aber das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wäre ein Roller von BMW für euch eine Option oder würdet ihr euch lieber einen anderen Roller kaufen? Schreibt das gerne mal in die Comments. Wer BMW Motorrad kennt, weiß, dass sie eigentlich keine Billigmotorräder bauen. Und so ist der günstigste Roller, den sie haben, auch nicht wirklich günstig. 7.500 Euro kostet er. Es ist der C400X. Er ist aktuell ein sehr unbekannter Roller auf dem Markt, bietet aber sehr viel Komfort für den urbanen Raum, bietet auch wieder den Einzylinder, auch wieder mit 34 PS und hat sozusagen alles, was man dafür braucht. Man hat verschiedene Möglichkeiten, auf dem Roller zu sitzen, man hat eine hochwertige Verarbeitung, ein hochwertiges Displayelement und auch ein ordentliches Windschild. Da kann man schon einiges damit machen und sparen tut es euch auch hier wieder 600 Euro bzw. 480 Euro. Aber ganz ehrlich, für 7.500 Euro gibt es vielleicht was anderes, was euch bei BMW besser gefällt. Da gibt es hier einiges, was man sich anschauen kann. Aber aufgepasst, BMW hat gerade die zweite Generation der Elektroroller vorgestellt, beziehungsweise das zweite Modell, das neue Modell. Und das kannst du sogar auf den A1-Führerschein runterkonfigurieren. Das heißt, mit dem A1-Führerschein fahrbar, sozusagen das allererste A1-Motorrad von BMW seit langem, wird wohl auch das einzige bleiben. Aber dieser Roller ist dann auch A2-konform fahrbar, er ist voll elektrisch. Und ist leider heute noch nicht dabei, weil er gerade erst vorgestellt wurde. Aber ein Testvideo, verspreche ich euch, gibt es auf TomTour auf jeden Fall. Die letzte in der Runde ist die R90 Pure. Sie ist eine der wenigen Maschinen oder der einzigen Maschinen in der R2-Kategorie, die ich kenne, die einen luftgekühlten Boxermotor haben, Zweizylinder, Euro 5 konform und damit komplett bereit für den A2-Führerschein und optisch auch etwas komplett anderes als die klassischen Motorräder, die wir euch bis jetzt vorgestellt haben. Okay, die Roller brechen vielleicht auch aus der Kategorie raus, aber die R90 Pure bietet sehr vieles. Sie bietet unter anderem bereits schon einen Kardanantrieb, sie bietet den Boxermotor, sie bietet ein analoges Drehzahlelement, sie bietet eine sehr hochwertige Verarbeitung. Das muss man sagen, da ist wirklich sehr viel dran gemacht, dass es so aussieht, wie es aussieht. LED-Scheinwerfer, schöne Nähte an den Sitzen, einfach ein schönes Motorrad, was sich auch gut fahren lässt und was echten Charakter hat. Und wenn man die startet, brodelt es ordentlich unter einem. Und der Boxer ist so ein ganz klassischer Motor von BMW. Einer der
Highlight-Elemente, die man sich wohl kaufen kann von BMW, ist die definitiv. Kostentechnisch sind wir hier aber auch am teuersten, förderungstechnisch aber auch am höchsten. 1200 Euro für ein neues Motorrad wird gefördert, wenn wir sie jetzt kaufen mit dem Führerschein, neu in der Tasche. Kostenpunkt neu ist aber auch 15.770 Euro, somit das teuerste Modell, was ich euch heute vorgestellt habe. Für einen Vorführer gibt es aber sogar 960 Euro noch Förderung von BMW, wenn ihr euren Führerschein gerade gemacht habt. So Freunde, die Vielfalt von BMW A2 Motorrädern ist auf jeden Fall riesig. Ein Wahnsinn, ich habe auch nicht gewusst, dass es insgesamt 10 Modelle gibt, die A2 konform sind. Und wichtig Freunde für euch noch einmal, ich packe euch zwei Links in die Beschreibung. Nummer 1 ist der Link, der zu dieser Führerscheinaktion führt, wo ihr, wenn ihr ein neues Motorrad kauft oder ein Vorführmotorrad kauft, nochmal einen ordentlichen Rabatt bekommt. Link Nummer 2 führt zu dem Leasing-Thema, wo ihr eine BMW für den dicken blauen Daumen um 30 Euro kaufen könnt, also leasen könnt und am Ende wieder zu einem sehr guten Preis zurückgeben könnt. Alle weiteren Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt den Kanal kostenlos abonnieren. Mein Name ist Tom. Wollt ihr das von einer anderen Marke sehen? Schaut auf motorchecker.at vorbei. Haut rein und pfiat euch!